Yo, meine Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fiesta Online. Und mal schauen, hier sind irgendwie gar keine Leute. Was ist denn los? Wir haben 21.38 Uhr. Wie kann es denn sein, dass hier gar keine Leute sind? Bin mal ehrlich. Das ist gerade irgendwie ein bisschen komisch. So, aber egal. Wir schauen mal an meine Shellers kurz nach, wenn da irgendwas ist. Ansonsten gehen wir rüber zu Nepis. Und wenn da auch nichts ist, dann müssen wir wohl einmal die Tagesquest machen und weitergehen. So sieht der Plan für heute aus. Lasst euch nicht von der Hintergrundmusik irritieren, dass es vielleicht so immer vom linken zum rechten Ohr hin und her wechselt, aber wollte ich mal ausprobieren. Hört sich schwierig an. Zumindest so, wie ich es höre. Ich würde mal sagen, die sind voll. 3, 4, 5, die sind voll. Ja gut, damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Aber wenn man überlegt, 21.38 Uhr, naja. Also ich hätte wirklich mehr oder weniger gerechnet, dass da irgendjemand ist. Weil ich bin jetzt gerade selber verwundert davon, dass es so aussieht. Genau. Aber wenn man mit Hintergrundmusik, da ist, oder ich habe mir eins ausgesucht, da habe ich nur so gedacht, okay, hört sich für mich persönlich jetzt mal geil an, so wenn sich das immer so hin und her schwingt, aber wie sich das im Endeffekt mit meiner Stimme anhört, habe ich null Plan, muss ich selber gleich mal reinhören und dann weiß ich Bescheid. Ob ich sowas vielleicht öfters mache oder auch nicht. Gut, war aber auch nur Zufall, dass ich hier drauf gekommen bin, aber egal. Das ist ja eine andere Sache, ne? Würde ich mal sagen. So, ja, wir wollen keine Teile von der Lilia. Und mal hoffen, dass da irgendwas bei den Nepis. Ja. Preis. Hoff ich mal. Ansonsten, ja, wie gesagt, 65% haben wir. Ich wollte ja noch mal einen Zeitraffer irgendwann mal machen. Gut, geht aber aktuell schlecht, weil ich irgendwie aktuell wirklich sehr wenig Zeit habe. Bis gar keine Zeit, ne? Muss ich schon sagen, leider. Ja, gut. Heute war bei uns der letzte Tag auf der Kirmes, also von daher war ich mehr oder weniger auf der Kirmes die ganze Zeit, ne? Kann man, glaube ich, auch verstehen. Und, ja, muss ich ja wieder demnächst arbeiten. Morgen und Mittwoch habe ich wieder Schule und hier ist auch keiner. Was ist denn los heute? Aber ehrlich, was ist denn hier los? Als ob irgendwie keiner für die WDHs da ist. Ach, da war doch einer. Ja, egal. Ach, komm, egal. Gut, lassen wir jetzt mal so stehen. Dann würde ich mal sagen, Rüstung... Ah, der passt ja schon so. Ich bin so gewohnt, mal Gladi immer rumzuschauen, dass da irgendwas ist, ne? Aber irgendwie sehe ich auch nichts Besonderes drinne. Das ist übel. So, 110. Ja, siehst du, ist nichts drinne. Na gut, wir haben schon mal was... Ja. Nichts Besonderes für uns passiert. Gut, dann würde ich mal sagen, auch nach Elde. Wir nehmen kurz die Tagesquest an und machen die dann auch sofort. So, dass wir immerhin 1% nochmal heute machen und den Rest machen wir halt nochmal durch Kräuter. Falls einer bei den Kräuter ist, ansonsten muss ich mal schauen, was wir machen werden. Aber ich hoffe nicht, dass es so weit kommen wird, weil sonst wäre es natürlich richtig doof für uns. Seien wir mal so, da wird in dieser Folge wieder mal nichts schaffen. Weil sowas hasse ich am allermeisten. Man bereitet sich auf eine Folge vor, denkt sich so, ja komm, scheiß drauf, machst du Fiesta heute statt irgendwas anderes, ne? Und dann machen wir bei dir sowas hier. Völlig unerwartet, dass da irgendwie... Ne, ihr wisst Bescheid. Ich breite das Ganze mal nicht so aus. Genau, ich wollte rein theoretisch, wollte ich von der Kirmes so ein Video machen. Das Problem ist halt nur, mit dem Handy ist es halt so eine Sache, ne, ein Video zu machen. Und irgendwie eine vernünftige Kamera habe ich halt nun auch wieder nicht. Ich weiß ja nicht, ja gut, das ist sowieso eine kleine Kirmes, ne. Wie viel Kursalz hatten wir? Ich glaube 5 oder so, ne. Warte mal, 1, 2, 3... 4, 5, ne, 6 Stück hatten wir sogar. 6 Karussells hatten wir. Bloß mal so einen verkackten Simulator, den so keine Sau braucht. Na, ist ja so eine kleine Stadtkirmes. Immerhin. Ja, ansonsten, ne, ab Freitag ist sie in der Nebenstadt. Nächste Woche Samstag ist sie dann auf der anderen Seite. Also, warte mal. Am Freitag ist sie dann von uns aus südlich. Und dann nächste Woche Samstag ist sie dann von uns aus gesehen, also von meiner Stadt aus gesehen, im Norden. So, ein paar Kilometer entfernt. Aber die im Norden ist natürlich auch wieder ein bisschen größer. Die macht auch natürlich ein bisschen mehr, viel mehr Spaß, ne? So.
Dann hoffen wir mal, dass wir den irgendwie gleich. Okay, den habe ich ja vorher auch aus der Kirmes gehört beim Breakdance. Aber also ich finde wirklich, dass wir einer der schönsten dekoriert, also von der Deko her, von der Leinwand her so gesagt, von den Lichteffekten her haben wir einen der schönsten Breakdancern, muss ich sagen. Ich habe ja in der letzten Folge, glaube ich, ein Bild gepostet, wie der aussieht, ne? Ich glaube, war das letzte Folge? Ja, irgendwann. Aber ich muss wirklich sagen, von den ganzen LEDs, weil der ist nämlich so voll mit LEDs vollgeklatscht und so, das sieht da wirklich, also in meinen Augen jetzt schön aus. Also ich weiß ja nicht, ob es, weil ich kenne mich auch jetzt nicht so mit der Szene aus hier, allgemein. Aber ich weiß, dass nur sehr viele auf, sag mal schnell hier, Halogenlampen sind, ne? Währenddessen unser jetzt völlig auf 100%, sag mal schnell, LEDs umgerüstet hat. Immerhin, so sparen sie mehr Strom und so, sieht schöner aus, weil mit den ganzen verschiedenen Lichteffekten. Also man hat da davon seine Vorteile, ne? Damit hätten wir die Quest auch schon mal fertig. Dann auf nach Elde. Habe ich ja gut. Dann nach Ruhm von Alberstolport. Davon haben wir sowieso noch zwei übrig, ne? Gut, da. Hallo? Okay. Also wie gesagt, ich habe mal auf YouTube mal kurz nachgeschaut und ja, davon gibt es sogar, also davon gibt es auf jeden Fall ein Video. Von der Kirmes hier. Keine Ahnung. Ob ihr das vielleicht so sehr wissen wollt, kann ich mal verlinken, irgendwie. Wer weiß. Oder vielleicht mal kurz Absprache halten, dass ich vielleicht den bei mir zeigen darf oder so. Keine Ahnung. Wie gesagt, es kommt noch darauf an, ob es euch interessiert oder nicht interessiert, ne? Ist halt immer so eine Sache. Weil wieso soll ich irgendwas zeigen von den anderen, was euch irgendwie gar nicht interessiert? Ja gut, ich würde ihn dann so oder so kontaktieren irgendwie, ob ich das nehmen darf oder nicht nehmen darf. Weil, wenn ihr schon sowas macht, wie zum Beispiel, also jetzt eine kleine Info. Von anderen Leuten irgendwas, zum Beispiel bei YouTube, ne, so als Video downloaden und dann irgendwie selber hochstellen, ne. Das ist der größte Schrott, den es gibt, ganz ehrlich. Kontaktiert die Leute, fragt die Leute einfach nach. Meine alte Uschi ist auch gerade im Wohnzimmer. Läuft bei dem, mit seiner alten Uschi. Wie gesagt, kontaktiert die Leute an, fragt ihr einfach nach, ob ihr da irgendwie was nehmen dürft, ja oder nein. Hängt von dem ab, weil er hat das Video gemacht und nicht ihr. Und deswegen soll er halt auch, oder die Person halt davon profitieren, sagen wir es mal so. Und nicht man selber. Klar, man selber möchte ja auch immer wieder profitieren, ne. Aber das Video 1:1 nachmachen ist natürlich, naja, ne. Guck mal, immerhin. Die Kräuter sind schon mal frei. Immerhin können wir eine Runde kräutern, also man. Habe ich gesagt, dass die Kräuter frei sind? Habe ich gesagt, ne? Scheiße. Das darf man ja, egal. Sagen wir schnell. Das heißt dann an der Stelle, wir machen ein paar Leibhunds vielleicht. Wenn wir die schaffen. Ey, das ist doch aber jetzt richtig doof. Ey, das ist doch wirklich doof jetzt hier. Ja, mal ehrlich. Sogar die Sammelstellen sind voll. Die Kräuter. Währenddessen die Leib und Zeit komplett frei sind und die Nebis auch frei sind. Wir haben aber auch heute wieder so einen Tag erwischt, ne? Ja gut. Immerhin 1% haben wir schon mal gemacht. 434. Und dann muss ich mal schauen, wenn ich einen Zeitraffer machen werde. Ja gut, dann wenn ich natürlich Zeit habe. Und dann kommt dann die Frage, wann habe ich Zeit dafür? Das wäre die bessere Frage. Und hier ist natürlich keiner. Wie schnell kriege ich diesen down? Das ist eine bessere Frage. Das ist das Problem jetzt aktuell. Ich kriege den wirklich sehr, sehr langsam down. Ja, da sitzen wir noch lange dran. Mit dem 90er Stab können wir das vollkommen vergessen, muss ich sagen. Können wir vergessen, wir müssen uns eine Alternative aussuchen. Richtig gesagt, Alternative, jo, habe ich. Jetzt läuft um diese Uhrzeit natürlich auch nichts. Alter, das ist aber jetzt hier gerade wirklich ein bisschen doof, ne? Muss ich aber wirklich mal sagen an der Stelle. Haben wir irgendwas questtechnisch? Haben wir irgendwas questtechnisch?
Ja, die Blätter ist auch immer so eine Sache. Der sitzt nämlich auch wirklich viel zu lange dran. Da sitzen wir. Ja, können wir das mal. Lass mal nochmal ausprobieren. Na, egal. Lass mal nochmal ausprobieren, ganz schnell, ob wir zufällig in die Wurzel rein können. Und dort irgendwie ein paar Quests herausholen können. Wäre richtig nice, zumindest an der Stelle, aber ist halt eine bessere Frage, ob wir das schaffen oder nicht schaffen werden. Das heißt, wir müssen mal ausprobieren, ansonsten verlieren wir 1%, dann sind wir bei 65 wieder. Aber wobei, wir können ja auch schnell raus, ne? Ach so, guck Skype, du Spinner, ich habe verstanden, irgendwas mit Skipper. Habe ich schon voll erschrocken, so zur Hälfte, was er genau möchte von mir jetzt. Ja gut, ne? Das kann natürlich auch passieren. Also ich muss sagen, wir waren heute wieder wirklich sehr produktiv hier. Aber an der Stelle, da kann ich ja auch nichts für, ne? Dass es wirklich so ist. Ist halt nun mal leider so. Also, solche Folgen gibt es ja leider auch, ne? Wir müssen ja irgendwie an die anderen Leuten herankommen. Gut, dann schauen wir mal, was sich so ergeben wird hier. Wir brauchen die Anfang. Warte mal, was brauchen wir von denen? Wir brauchen diese hier, wir brauchen diese hier. Und ich glaube, diese auch. Genau. Ja, komm, dann lass mal. Warte mal. Ah, komm. Aber ich muss sagen, den gehen wir schnell down. Den gehen wir sehr schnell down. Ich habe ein gutes Gefühl hier drin jetzt. Ich weiß nicht warum, aber ich habe ein sehr gutes Gefühl, dass wir die packen werden. Wir müssen die. Wir müssen die knallhart. Aber die hauen rein. Die hauen rein, das darf man nicht vergessen. Aber im Endeffekt, habe ich trotzdem ein sehr gutes Gefühl da drin. Dass es gut irgendwie enden wird. Genau, die Imps brauchen wir. Mache ich einmal die. Aber die gehen auch rein theoretisch schnell down. Muss ich sagen. Also von daher passt ja alles. So, kurz mal entfernen hinterher. Damit wir zumindest gleich schon mal die Imps fertig haben. Von denen brauchen wir wie viele? 30 Stück. Noch 26, okay. Davon brauchen wir noch einige. Aber die Folge muss ja irgendwie produktiv sein, ne? Es kann ja nicht sein, dass wir hier die ganze Zeit nichts machen werden. Also von daher. Ein bisschen Abwechslung. Mal in der Wurzel, da waren wir ja. Mit welchem Level? 108, 109? Irgendwie so aus dem Dreh waren wir ja hier die ganze Zeit. Und da wird es immer Zeit. Die Monster haben uns bestimmt schon lange vermisst, hier uns auf dem Boden zu sehen. Und dadurch freuen die sich auch halt, dass wir wieder hier sind. Und vielleicht ab und zu mal wieder sterben gehen. Aber das ist eine gute Frage, ob wir sterben werden oder nicht. Aber ich glaube eher weniger, weil wir hier doch ein bisschen mehr durchhalten als früher. Muss aber trotzdem nicht heißen, vor allem weil wir hier ohne Buffs, ohne Rollen, ohne alles drin sind. Also einfach komplett wie immer unvorbereitet. Ja gut. So bin ich halt. So ein bisschen wie Esther. Ich glaube, im Real Life bin ich mehr vorbereiteter als hier drinnen, aber ist jetzt auch wieder eine Spekulation. Heißt das so? Spekulation? Haben sie irgendwie an diese Spekulatius, Dings da? Spekulation? Ja, gute Frage, diese Frage. Gut, dann haben wir die schon mal erstmal fertig, die. Ja, gut. Dann brauchen wir Sektenfanatiker nur noch und die, sag mal schnell, Teile. Was sind das für hier Dings da, diese Bogenschützen halt. Aber wie ich sehe, haben wir 15 Minuten fertig. Das ist ja an der Stelle, wir sind schon fertig. 15 Minuten, wir haben nichts geschafft. Perfekt, was willst du mehr haben? So, aber egal. Vorhin, ich habe gestern vergessen, in der Begrüßung, ach, in der Begrüßung sag ich schon, beim Abschied zu sagen, Daumen hoch und runter, ne? Ist mir beim Schneiden aufgefallen. Ich habe mir so, ja komm, lässt einfach so. Aber dann will man an der Stelle sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lassen wir einen Daumen nach oben da. Wenn nein, dann einen Daumen nach unten. Aber bitte kommentiert in den Kommentaren, wieso, weshalb, warum. Und dann will man sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und bis zur nächsten Folge.
Haut rein!